Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist es Sani. Herzlich willkommen heute am 8. April 2024 zur 879. Folge Verbinde die Punkte. Ja, Kalkutta, mein heutiger Titel, ganz frei nach Peter Scholl-Latour. Und ja, dem einen oder anderen wären die 20.000 Elefanten, die uns da aus Botswana versprochen wurden, eventuell sogar lieber und würden einen besseren Eindruck machen als der ein oder andere Neuankömmling, den wir uns da ja, aus anderen Teilen der Welt eingefangen haben in den letzten Jahren. Alles natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern zu sehen, denn ja, die Dinge, wie sie liegen, sind eventuell ja, sehr viel schrecklicher, als dass man sie noch unter humoristischen ja, Aspekten betrachten kann. Und nichtsdestotrotz, ist es auch hier natürlich mal wieder ein großer Aufwachprozess, den hier vor allem die Massen nun durchlaufen müssen. Denn ja, noch 2, 3, 4, 5 Jahren Corona ist der ein oder andere durchaus schon geneigt, seine Äuglein ganz langsam zu öffnen. Und ja, wenn wir uns dann zu gewissen Migrationsfragen unterhalten dürfen, da sieht der ein oder andere in diesen Tagen inzwischen wohl auch schon sehr deutlich. Es ist nicht mehr zu übersehen, was in diesem Land läuft. Und nicht nur hier, ich denke, da kann man für die gesamte westliche Welt sprechen, wobei das beste Deutschland aller Zeiten da natürlich immer eine ganz besondere Rolle spielt in diesem Theaterstück. Ja, der ein oder andere wird inzwischen sogar ganz offen von einem Kasperle-Theater sprechen. Ja, wie immer macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier auch heute nur an der Oberfläche. Gehe davon aus, dass wir auch heute nicht alle sterben werden. Auf das gehen wir natürlich auch noch ein, dieser viel zitierte 8. April, mal wieder ein Achter. Wir haben die Sonnenfinsternis, wir haben ja, gewisse Nachrichten, nicht nur aus Botswana, sondern auch aus Simbabwe, da auch immer viel zitiert worden. Und ja, alles Themen, die wir uns im Laufe der nächsten geschätzt 1,5 Stunden ansehen werden. Nun gut, starten wir in die Meldungen, beginnen in der allseits beliebten Bundesrepublik, blicken auf einen Artikel der Welt, wie der brave Wähler zum wütenden Bürger wurde. Ich denke, da hat man sich in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren ordentlich Mühe gegeben. Und ja, wie schon erwähnt, auch der Letzte sollte es so ganz langsam merken. Zumindest diejenigen, die ja, diese ganze Geschichte hier ideologisch nicht noch gutheißen. Ich denke, der Normalbürger hat in den letzten Jahren wirklich feststellen dürfen, ja, in was für einem Konstrukt, in einem System er hier tatsächlich steckt. Ja, wie gesagt, die AfD als das große Trostpflaster der Demokratie. Wir werden sehen, wie weit sich das Ganze hier noch ja, aufbauschen muss. Ich denke, man gibt sich ja, von mehreren Seiten Mühe, die Situation eskalieren zu lassen. Und ja, schauen wir mal, wie weit es in diesem Jahr noch getrieben werden muss. Auch die Situation der Vereinigten Staaten ja, im Hinblick auf den November, diesbezüglich natürlich auch sehr interessant. Denn ja, als 51. Staat, was Deutschland natürlich nicht ist, ja, steckt hier die Bundesrepublik natürlich auch in einem internationalen Geflecht fest. Themen Ukraine, Themen ja, Israel ist auch vor allem. Aber auch ja, noch 2, 3 andere Brandherde werden mehr und mehr relevant. Und ja, der brave Wähler möchte am liebsten in der Früh einfach nur noch im Bett bleiben. Großes Aufwachprogramm. Ja, größtes Thema meines Erachtens in diesen Tagen, um den Menschen die Augen zu öffnen, ist natürlich die allgemeine Problematik mit der Migration. Und auch dort gibt man sich Mühe, dem biologischen Deutschen, dem schon länger hier wohnenden, ganz klar zu zeigen, an welcher Stelle er denn ab jetzt steht. Wunderbarer Vorschlag hier von der FDP. Man will nun Fachkräfte aus dem Ausland geringer besteuern. Ja, die sogenannten Fachkräfte. Das, was uns hier in den letzten Jahren durch die ja, von Merkel eingeläuteten Fachkräfte gebracht wurde, kann jeder sehr klar sehen. Die Wirtschaft liegt am Boden, was natürlich nicht nur die Schuld derjenigen ist, die als Raketenwissenschaftler und Atomphysiker zu uns gekommen sind,
sondern natürlich auch die generelle politische Stimmung im Land. Wir wissen, wir wollen den Wirtschaftsstandard Deutschland auf Null setzen. Da bewegen wir uns weiterhin mit 180 Richtung Wand. Und ja, nun gibt es diese kleine Ohrfeige noch von der FDP. Diejenigen, die hierher kommen und ja, eventuell gar nicht arbeiten gehen, sollen sogar noch steuerliche Vorteile erhalten. Ja, wen wundert das, dass dieser Vorschlag von der FDP kommt? Eventuell noch ja, das größte ja, Fragezeichen bei der Sache hätte man eigentlich eher von SPD bzw. Grüne erwartet. Aber auch die FDP bewegt sich ja da ganz langsam in die Bedeutungslosigkeit. Wir bleiben beim Thema Migration und hier fragt ein gewisser Marcel auf Twitter: Willst du mich verarschen? Ja, in das zuständige EU-Land heißt es hier beim Screenshot der Bild: In nur einem Jahr scheiterten 69.569 Abschiebungen. Ja, alles gut. Man möchte die Menschen natürlich nicht dazu zwingen, in ihre Heimatländer bzw. in die Länder zurückzukehren, in denen sie in der EU Asyl beantragt haben. Wir als Gutland sind natürlich verpflichtet, auch hier die Menschenrechte weiterhin zu wahren. Und ja, wo wir bei der Wahrung der Menschenrechte sind, das gilt natürlich immer nur für diejenigen, die auch politisch gewollt sind. Derjenige, der schon etwas länger hier wohnt, muss sich ja, so ganz, ganz langsam damit abfinden, dass er nicht mehr zu denjenigen gehört, die hier im Lande geschützt werden sollen. So, und bevor wir da zu etwas ja, traurigeren Themen mal wieder kommen, blicken wir zuerst auf diesen wunderbaren Vorschlag aus Botswana. Da gab es einen kleinen Streit mit den Grünen in Deutschland. Die Grünen wollen irgendwie die Jagd auf Elefanten in Botswana verbieten. Ja, man ist weiterhin natürlich nicht nur Menschen, sondern auch Tier- bzw. Elefantenfreund. Und das kam in Botswana gar nicht so gut an. Der Präsident von Botswana hat ja bereits in der letzten Woche gesagt, dass es Wahnsinn sei, jeden aufzunehmen. Und nun kommt aus selbigem Mund der Vorschlag, etwas, ja, natürlich mit Druck hinterlegt, dass man nun 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben möchte. Und ja, wie auch hier kann man nur sagen, wie schon oft kann man hier auch nur sagen, wir haben Platz. Und hier eine Meldung, die natürlich auch international aufgrund ihrer Absurdität natürlich großen Anklang gefunden haben. Deutschland wird mit 20.000 Elefanten beglückt, die nun ja, in Botswana auf der Abschiebe, je nachdem, Liste stehen, da man in Botswana wohl ein tatsächliches Elefantenproblem hat. Und wenn es Probleme geht, dann stellen wir uns hier natürlich immer ganz vorne an. Ja, die Diskussion, wie gesagt, hat eine gewisse Absurdität. Warum wir die 20.000 Elefanten aus Botswana nehmen sollten, wäre ein gutes Geschäft. Und ja, da wird sogar ein bisschen gewitzelt. Hier nochmal Botswana will 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben. Und ja, die Bild, innovativ, wie wir sie kennen, hat sich schon Gedanken gemacht, wo man denn diese Elefanten ansiedeln könnten. Da schauen wir von der holsteinischen Schweiz bis in den Schwarzwald, vom Bayerischen Wald bis hoch an die Ostsee. Also ja, auch hier gilt natürlich, wir haben Platz und der ein oder andere würde hier eventuell ja, die tierischen Elemente aus Afrika den menschlichen ja, vorziehen, ohne da natürlich irgendetwas andeuten zu wollen. Ja, denn und auch hier ist die Bild wieder voran. Die Elefanten können tatsächlich ebenfalls zu Facharbeitern, Fachkräften ausgebildet werden. Was tun mit 20.000 Dickhäutern? Fünf Top-Jobs für Elefanten. Auch hier ist der Bild-Zeitung mal wieder nichts zu blöd angefangen. Von der Feuerwehr über das Elefantentaxi, Umzugshelfer, Wasserwerfer. Ja, könnte man gerade vor allem bei der aufkommenden, ja, revolutionären Stimmung hier in Deutschland wunderbar einsetzen. Und ja, auch die Fußballer haben etwas als Torhüter, da könnte man natürlich auch einen Elefanten wunderbar einsetzen. Ihr seht, ja, die Absurdität des politischen Diskurses in diesen Tagen, ja, nimmt trotz allem weiterhin zu. Wer hätte es gedacht? Ja, damit kommen wir zu
anderen Fällen, anderen Gästen, die schon etwas länger als Elefanten, aber noch nicht ganz so lang hier leben. Und da gab es in den letzten Tagen mal wieder Fälle, die einen nur noch mit dem Kopf schütteln lassen. Wie weit muss es noch getrieben werden, bis hier die Masse tatsächlich sieht, was geschieht? Messerangriff auf Vierjährige in Wangen. Eine Vierjährige wurde hier mit dem Messer angegriffen. Nur um das nochmal zu wiederholen. Warum lässt die Politik das zu? Ja, das ist natürlich die große Frage, lieber Bild. Ganz, ganz, ganz böse Zungen würden inzwischen behaupten, dass die Dinge eben nicht verkehrt laufen, sondern hier tatsächlich gewisse langjährig geplante Aktivitäten einfach abgespielt werden. Zu welchem Zweck auch immer, muss natürlich eine Verschwörungstheorie sein. Alles Einzelfälle. Ja, wir haben ja einen Syrer, natürlich ist er unschuldig, also nicht unschuldig, sondern schuldunfähig. Die Schuld liegt meines Erachtens woanders. Und ja, die Bild-Zeitung greift dieses Thema nun endlich auf. Wir müssen endlich über Ausländerkriminalität reden. Sonst tun es die Extremisten. Wir erinnern uns ja, auch die Bild-Zeitung hat jahrelang stets beteuert, dass es alles nur rechte Schwurbelei ist und ja, die Fachkräfte hier mehr gebraucht werden als sie Schaden anrichten. Und ja, der ein oder andere Einzelfall, ja, wird dann einfach totgeschwiegen. So, hier fragt man Mädchenmesser oder was sagt man aus? Mädchenmesserstecher schuldunfähig. Brutaler Angriff auf Vierjährige im Supermarkt. Und ja, dass hier wieder mal die Psychiatrie bemüht wird. Nichts Neues, ich denke auch das. Usus inzwischen. Viele sprechen hier wohl schon von einem Freifahrtschein. Und ja, da können wir zumindest in der letzten Woche nicht mehr von einem Einzelfall sprechen. Gott sei Dank geht es dem verletzten Kind besser, aber auch anderswo hatten wir Fälle, die nicht so glimpflich in Anführungszeichen ausgegangen sind. Ein Obdachloser stirbt nach, große Anführungszeichen, Streit mit Kindern und Jugendlichen. Ein 13-jähriger Bulgare gilt hier wohl als Hauptverdächtiger. Der Obdachlose wurde nach diesem Streit nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem Messer verletzt und in einen Fluss geworfen. Alles ganz normal im besten Deutschland aller Zeiten. Hier ein Fall, also das Ganze in Dortmund vorgefallen. Hier sind wir in Neumarkt in der Oberpfalz. Mann von Güterzug überrollt, drei junge Männer festgenommen. Auch da, ja, natürlich keinerlei voreilige Schlüsse zu ziehen. Wir blicken ganz kurz nach Frankreich. Wie gesagt, wenn man von Deutschland spricht, kann man immer auch von der gesamten westlichen Welt sprechen. Frankreich da eventuell in der Gesamtverteilung schon ein bisschen weiter. Ja, es ist zu westlich gekleidet. Jugendliche prügeln Mädchen ins Koma. Jugendliche. Auch da zeigt sich, wie sehr hier gewisse Kulturfragen neu diskutiert werden sollten, haben wir auch in Deutschland schon gesehen, die Forderung an Schulen nach der Einhaltung der Scharia. So, Rostock, Jugendliche prügeln 17-Jährigen in Rostock krankenhausreif, offenbar mit einem Baseballschläger. All das Einzelmeldungen der letzten Woche. Wir blicken nach Ansbach, junge Männer prügeln auf Passanten ein, Mordkommission ermittelt, wie gesagt. Wie lange darf man sich das alles noch anschauen? Ich denke, irgendwann sollte hier tatsächlich der Punkt erreicht werden, an dem auch der deutsche Michel merkt, was hier los ist. So, in Köln auf der Straße, Mann, greift Ex-Freundin mit Messer an und so weiter und so fort. Ich könnte das jetzt noch tatsächlich weiterführen. 51er noch streitend Straßenmann getötet, Bluttat in Magdeburg. Also, wie gesagt, Land auf, Land ab. Überall die gleiche Geschichte. Erst die Verfolgungsjagd, dann fährt Heranwachsender die Polizistin einfach um. Fall in Goslar, den wir hier besprechen dürfen. Ja, was soll man sagen? Bestes Deutschland aller Zeiten. Ja, durchaus. Fraglich, wie lange das hier wirklich noch gut gehen kann. Ich kann mir da tatsächlich am Ende des Tages nur zwei Szenarien vorstellen, wie das Ganze ausgehen wird. Und ja, nicht beide sind unbedingt schön. So,
Ja, die Polizei darf sich äußern, beziehungsweise ein Polizist. Ja, man äußert sich zu den Messerattacken. Viele Täter sind Migranten, wer hätte es gedacht? Müssen uns ehrlich machen. Ja, in Baden-Württemberg hat ein gebürtiger Syrer ein Mädchen mit einem Messer schwer verletzt. Doch was sagen die Statistiken über solche Angriffe aus? Wer sind die Täter und vor allem, wie kann man die Situation entschärfen? Ja, lieber Fokus, wie könnte man diese Situation entschärfen? Eventuell mal eine glaubwürdige Berichterstattung über gewisse Migrationsfragen. Aber das ist nur ein bescheidener Vorschlag meinerseits. Ja, ihr wisst, das größte Problem. Trotz allem natürlich weiterhin von rechts und auch bei der Polizei lassen sich gewisse Vorgänge schon erkennen. Hier heißt es rechtsextreme Verdachtsfälle bei Bayerns Polizei. Oh mein Gott. Bei der bayerischen Polizei gibt es Verdachtsfälle auf eine rechtsextreme oder verschwörungsideologische Gesinnung. Gegen mehrere Personen laufen deshalb Disziplinarverfahren. Wie hoch die Zahlen sind und was das Innenministerium dazu sagt. Also, man darf hier relativ viel, nur nicht die falsche Meinung äußern. Bleiben wir kurz bei der bayerischen Polizei, die nun blank gezogen hat. Derzeit sind 21 Uniformteile für bayerische Polizeibeamte wie Hosenjacken und Mützen nur mit Wartezeiten von mehreren Monaten lieferbar. Auf dieses ernsthafte Problem machen die Betroffenen sehr originell aufmerksam. Wunderbare Sache. Einfach mal ohne Hosen in den Job. Ja, könnte auch anderen Berufsgruppen einmal ganz gut tun. Ich habe persönlich aber nie eine Hose an. Ja, das ist ein anderes Thema. Nun gut, zurück zum deutschen Beamtentum. Wir sehen hier schon unsere beliebte Innenministerin Nancy Faeser. Deutsche Beamte, heißt es hier bei der NZZ, können jetzt leichter aus dem Dienst entfernt werden. Nicht bei Faulheit, aber wenn sie die falschen Ansichten haben. Richtig, so mag es mir hier mit Sicherheit ein oder andere sagen. Die sozialdemokratische Innenministerin Nancy Faeser verwirklicht ein weiteres Element ihres Pakets gegen Rechtsextremismus. Das neue Disziplinarrecht, es eröffnet Möglichkeiten der Willkür. Das kann natürlich nur das schweizerische Westfernsehen hier behaupten, dass das ein Element der gelebten Demokratie ist. Hat man da wohl noch nicht so ganz verstanden. So, dann einen Frontalangriff von Hans-Ulrich Jörges gegen den Verfassungsschutz. Jörges, ehemaliger Chefredakteur des Sterns, fragt sich hier, wie kann ein solcher Mann an die Spitze des Verfassungsschutzes kommen? Und ja, er zieht hier einen klassischen Nazi-Vergleich, sieht Haldenwang als Gestapo-Chef, trifft die Nazi-Keule. Endlich mal den richtigen, wird hier bei Wallasch gefragt. Also, ja, es gibt ihn noch, den Widerstand, Zeit auch dagegen natürlich vorzugehen. So, und wo wir gerade bei ja, Ansichten sind, die ja schon echt wirklich fragwürdig sind, kommen wir noch mal zu der Welt. Hier heißt es, konservativ ist nicht rechts. Oh, liebe Welt, auch hier bewegt man sich wohl ganz, ganz langsam in das Visier gewisser ja, Demokratieschützer, wie man sich so nennt. So, zurück zu gewissen Fragen. Hat natürlich nichts mit Migration zu tun, zu gewissen Fragen des Aufgabenbereichs der Exekutive. Eine neue Kriminalstatistik ist herausgekommen. Offenbar deutlicher Anstieg bei Straftaten. Ja, im vergangenen Jahr hat die Polizei laut einem Medienbericht deutlich mehr Straftaten registriert. Im Vergleich zu 2022 stieg die Zahl um 5,5% auf fast 6 Millionen. Vor allem Gewalttaten und Wohnungseinbrüche nahmen zu. Ja, mit was das wohl zusammenhängen könnte, ist es hier erneut die Welt, die hier Fesers neue Kriminalstatistik bewertet. Die Gewaltkriminalität ist es vor allem, die in Deutschland massiv gestiegen ist. Und hier heißt es dann, unter anderem gab es auch eine deutliche Zunahme bei Messerangriffen. Also mit was das zusammenhängen könnte, ja, wer weiß es schon tatsächlich. Und ja, hier ist es mal wieder die Bild, die Klartext spricht. Ja, über 40% der Verdächtigen sind Ausländer. Deutlicher Anstieg bei Raub- und Messerangriffen. Ja, soll natürlich nicht heißen, liebe Bild, dass wir hier ein generelles Migrationsproblem haben, sondern auch hier muss sich wahrscheinlich ja, die Gesellschaft an sich fragen, ob man nicht tatsächlich versagt hat. So, und dann noch ja, einen schönen Gruß nach Ludwigsburg. Dort müssen Flüchtlinge den Müll nicht mehr trennen. Ja,
Ludwigsburg ist gnadenlos in Sachen Mülltrennung. Wer falsch trennt, dem kann die Tonne gesperrt werden. Nur für Flüchtlinge macht die Politik jetzt eine Ausnahme. Vor Aufnahmelagern stehen nur noch Restmülltonnen, weil deren Bewohnern das Trennen nicht zuzumuten ist, ja, wie so vieles andere natürlich auch. Also, ja, hier kann man durchaus immer wieder beobachten, wie schön hier zwei Parallelgesellschaften nebeneinander existieren können, bis sich die eine, ja, dann halt endgültig über die andere drüber stülpt. So. Ja, dann ein Blick von Ludwigsburg nach Hamburg. Wieder hunderte junge Männer bei Hamburger Islamistentreff. Unerträglich heißt es hier beim Fokus. Und ja, was wird hier gefordert? Die üblichen Dinge. Kalifat und Scharia. Auch hier ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis eine gewisse, aufgrund der Demografie, unausweichliche Überzahl gewisser kultureller Ansichten hier ja auch das durchsetzen wird, was man denn möchte. Sollte es keine Möglichkeit zuvor geben, hier noch entsprechend einzugreifen. So, und dann von Hamburg nach Frankfurt, auch immer eine Reise wert natürlich. Sorge vor Al-Quds-Ausschreitungen, Hass und Gewalt in Frankfurt befürchtet. Auch hier ja, sind es natürlich nicht die Migrationsfragen, die hier entsprechend gestellt werden sollten. Und ja, wo wir gerade in Frankfurt sind, ich habe es heute schon einmal erwähnt, werde nie müde es zu wiederholen, die einzige Gefahr in Deutschland kommt von rechts. Und ja, in Frankfurt ist sich ein Staatsanwalt sicher, Frankfurt, der Neonazi, wollte Massaker verüben. Ja, wie gesagt, man muss sich nur entsprechend auf ja, die Gefahrenlage hierzulande fokussieren, dann gibt es auch keine Einzelfälle mehr, ganz, ganz sicher. So, und ja, dann noch ein Artikel von der Welt, ja, den ein oder anderen tatsächlich dann so ganz langsam die Fragezeichen über den Kopf schweben lassen. An den Schulen wird das Potenzial der Zuwandererkinder verschwendet. Dass das Potenzial der nicht zugewanderten Kindern hier schon lange nichts mehr zu sagen hat, teilweise, ja, geborene Deutsche, biologische Deutsche, hier ja, an den Schulen gar nicht mehr vertreten sind. Das wahrscheinlich nur ein kleiner Teilaspekt. Und ja, es sind die Zuwandererkinder, die natürlich hier die Zukunft des besten Deutschland aller Zeiten sicherstellen sollten. Jeder, der hier... Ich sag's jetzt nicht. So, tja, und dann bleiben wir noch kurz an den Schulen hier, ja, wunderbare Frau, die GEW-Bundesvorsitzende Maike Finnern. Sie ruft zu Anti-AfD-Unterricht auf. Also auch hier ist es nie zu spät, an den Schulen gewisse politische Themen auch anzusprechen. Die im GEW-Funktionärin Maike Finnern will, dass Lehrer sich im Schulunterricht mit der AfD auseinandersetzen und begründet das mit Rechtsextremismus und verfassungsfeindlichen Umtrieben. Damit gesteht sie ein, dass sie unter Auseinandersetzen indoktrinieren versteht. Die GEW sollte sich lieber um die deutsche Bildungsmisere kümmern, für die sie mitverantwortlich ist. Ja, also die Gewerkschaft für... Ja. Ist es die Lehrergewerkschaft? Ich weiß es gar nicht. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. So, und dann haben wir noch diesen Artikel hier. 1,2 Millionen für Initiative Schwarze Menschen. Dahinter steckt eine Hardcore-Linke. Wer hätte es gedacht, dass all das, was da momentan passiert, einen gewissen linken, sozialistisch-kommunistischen, marxistischen, ideologischen Hintergrund hat. Ja, schön, dass man das von Zeit zu Zeit auch mal erwähnt, dass auch jeder weiß, was hier tatsächlich gespielt wird. Hat durchaus eine längere Geschichte. So, ein Blick nach Schweden, wo man ja gewisse Vorgänge schon ja, erlebt. Nur ein Blick nach in eine schwedische Großstadt genügt hier, um zu sehen, wie die Zukunft hier aussehen könnte. Und hier heißt es: Bedauern über Refugees Welcome-Politik. Schwedische Politikerin, wir haben uns in der Einwanderungsfrage grundlegend geirrt. Ja, das ist immer die Frage, haben wir Fehler gemacht oder gab es hier tatsächlich einen bösartigen Hintergrund? Natürlich wurden Fehler gemacht. Niemand meint es natürlich schlecht mit seinem Volke. Und hier ist es: Luise Meyer, eine Abgeordnete der moderaten Sammlungspartei Schweden, hat Wähler für ihre frühere Position zu offenen Grenzen um Entschuldigung gebeten und gesagt, sie bereue Fehler gemacht zu haben, indem sie für Offenheit plädierte und Flüchtlinge willkommen hieß. Ja, so ganz langsam merken auch diese
Elemente, dass da eventuell etwas verloren gegangen ist, wenn man ja selbst in Göteborg zum Beispiel als Frau des Abends und wahrscheinlich schon untertags nicht mehr alleine auf die Straße gehen kann. Aber wie gesagt, Fehler wurden ja wie immer auf beiden Seiten gemacht. So, und wunderbare Nachricht. Immer noch einen drunter setzen. Rumänien und Bulgarien treten Schengen-Raum bei. Flughafenkontrollen entfallen. Wunderbare Geschichte. Ja, seit Ostersonntag sind diese beiden Länder Mitglied des Schengen-Raums. Damit entfallen bei der Einreise die regulären Grenzkontrollen an Flughäfen und Häfen. Auch dann Zugreisende werden jedoch vorerst weiter kontrolliert. Ja, man sieht ja jedes Mal, wenn man eine deutsche Grenze übertritt, wie streng da die Grenzkontrollen tatsächlich sind, wenn es denn welche gibt. Ja, immer weiter Richtung Regenbogen, auch hier. So, damit schauen wir in die USA, wo an der südlichen Grenze ein ähnliches Problem zu liegen scheint. Migranten in Mexiko sagen, sie möchten Biden, dass Biden wiedergewählt wird, da sie ja, ebenfalls, wie so viele andere, vor einer ja, erneuten Präsidentschaft von Donald Trump Angst haben, weil Trump diese nicht in die USA lassen würde. Also auch in den USA sind ähnliche jo, Bewegungen festzustellen wie in Westeuropa, Deutschland, Frankreich, Italien, UK, überall das gleiche Problem. Und ja, böse Zungen wurden auch hier von gewissen Programmatiken sprechen. Wäre natürlich ebenfalls eine Verschwörungstheorie zu behaupten, dass da jahrelange, jahrzehntelange Pläne dahinter stecken. So, ja, das ist natürlich wieder Futter für die Mainstream-Medien. Trump nennt illegale Einwanderer Tiere. Das kommt bei seinen Hardcore-Fans gut an, ist natürlich völlig überzeichnet, wo man wieder bei den Elefanten wären. Ich denke, auch Trump wäre mit dem ein oder anderen Elefanten ja, zufriedener als mit dem, was da momentan läuft. Nichtsdestotrotz muss natürlich verhindert werden, dass Donald Trump ja, wiedergewählt werden kann. Hier heißt es, die Demokraten haben nun einen Gesetzesentwurf vorgebracht, um das Staatsgefängnis in Miami nach Donald Trump zu benennen. Trump hat ja gestern eine Aussage gesagt, ihm ist es egal, wenn er ins Gefängnis gehen muss, da er hier gewisse Schweigevorgaben eines Gerichts brechen würde. Ja, wie gesagt, wird noch ein sehr, sehr spannender Wahlkampf werden. Spannend nicht im Ausgang. Ich denke, die allermeisten Amerikaner haben es inzwischen eingesehen, dass es da ja, nicht zwei Lösungen geben kann. Aber die große Frage ist natürlich, inwiefern kommt es denn überhaupt noch zu Wahlen in den USA im November? Eventuell müssen die auch vorgezogen werden, eventuell fallen sie komplett aus. Wir werden sehen. Und wir müssen natürlich auch hier weiter noch entsprechend beobachten. So, und dann heißt es hier in einer Meldung, die genau diese Vorhersagen nicht nur von mir natürlich bestätigen: Donald Trumps Chancen, die Wahl 2024 zu gewinnen, sind nun auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Ja, auch in Amerika machen die Menschen so ganz, ganz langsam auf. Nun gut, wir blicken auf einen Artikel der Associated Press. Hier heißt es, und ja, wir wissen, das Jahr 2024 ist vor allem durch eine große, große Gefahr geprägt, und das ist die Desinformation, vor allem natürlich in den sozialen Medien. Und hier geht es um X, Twitter. Anonyme Benutzer dominieren die ja, rechten Diskussionen online. Ja, und haltet euch bitte fest, sie ja, verbreiten sogar falsche Informationen. Anders als im Jahr 2020, als Twitter noch Verbündete waren, ist Twitter hier nun innerhalb von wenigen Jahren nach dem Kauf von Elon Musk zum großen, großen Feind mutiert, und das schmeckt natürlich ebenfalls nicht jedem. Und ja, eventuell muss man auch hier dagegen vorgehen. Wir kommen gleich drauf, was man da machen könnte. Zuvor noch, ja, eine klassische Desinformation, die hier gezeigt wird. Ja, es ist Michelle Obama, war ein bisschen sprachlos, als ein Transgender-Mädchen hier ja, angedeutet hat, dass Michelle selbst eine Transgender ist. Müssen wir uns nicht anhören. Auch hier ja,
werden die Dinge irgendwann mal auf den Tisch gelegt werden. So, wo wir gerade bei Falschinformationen sind, die Anschuldigungen sind unwahr. Die CIA streitet ab, dass man sich in die Ermittlungen von IRS als Steuerbehörde und Justizministerium eingemischt hat, in denen es um Hunter Biden geht, also die CIA. Wie immer natürlich völlig unschuldig, wenn es um gewisse Vorwürfe geht. So, dann sind die Clintons ein bisschen, ja, angegangen worden, ich sag's mal so, in einem Event beim Event in Manhattan so rum. Aber auch das zeigt natürlich die große, große Beliebtheit der ehemaligen amerikanischen Politiker Clinton, Bill und Hillary. Ja, muss man in dieser Sendung jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Ich denke, auch hier liegen die Dinge inzwischen sehr, sehr klar. So, und dann haben wir noch einen Steve Bannon. Und ja, oh mein Gott, Trumps Ex-Stratege will sich jetzt in die deutsche Politik einmischen. Oh nein, er wird nicht die Grünen unterstützen. Soweit kann man es, glaube ich, schon mal sagen. Steve Bannon organisierte den Wahlkampf für Donald Trump und plant nun eine nationalpopulistische Revolution. Und zwar nicht nur in den USA. Wachstumspotenzial sieht er in Deutschland vor allem bei einer Partei. Ja, es ist die AfD. Und ja, auch das wird natürlich dieses Kasperle-Theater mal wieder ein bisschen, ja, durcheinander wirbeln. Schauen wir mal, wie weit das wirklich nach Deutschland kommt. Und ja, schauen wir nochmal auf die AfD. Konkurrent für die AfD heißt es hier. Freie Sachsen wollen Rathäuser stürmen. Ja, da hat man sich wohl ein bisschen radikalisiert. Russland, Marx und Freie Sachsen, Extremisten dringen in die Rathäuser. Ich denke, dass Marx relativ wenig mit zu tun haben dürfte, denn ja, gerade in Sachsen hat man ja durchaus schon in gewissen Erfahrungen mit diesen marxistischen ja, Idealen gesammelt, hat er nicht ganz so gut funktioniert. Nun gut, das nächste Mal vielleicht. Ja, mehr als 180 Beschwerden. Grausam, grausam. Reichsbürger nerven Stadtverwaltung in Landau mit Post. Ja, in der Pfalz hat die Stadt Landau im vergangenen Jahr besonders häufig Post aus der Reichsbürgerszene bekommen. 181 Anschreiben, deutlich mehr als zum Beispiel in Neustadt. Ja, Neustadt, ja, das ist zu Hause von Benjamin Blümchen. Eventuell kann der Zoo dort auch. Ja, egal. So, dann haben wir hier einen Artikel vom Stern. Inside Reichsbürger, wie nah sind sie der AfD und US-Verschwörern? Ja, ein Reporterteam von RTL und Stern recherchierte monatelang undercover in der Szene Reichsbürger und hatte exklusive Zugänge zur mutmaßlichen Terrorgruppe um Prinz Royce. Dabei ist es auf erschreckende Parallelen zu den USA und Donald Trumps Anhängern gestoßen. Oh mein Gott, man stelle sich vor, hier gäbe es eine, Stichwort Steve Bannon, Verbindung zwischen ja, Deutschland und den USA. Mag man sich gar nicht ausmalen. Und ja, dann nochmal ein Blick in den Osten. Tausende Menschen träumen in Gera von der Rückkehr ins Kaiserreich. Ja, das gute alte Kaiserreich. Ja, ihr bekommt hier ja, einen Traum vorgesetzt, an dem man sich auch halten kann. So, wir werden sehen, wie gesagt. Wenn andere Leute über das Jahr 1871 reden, tun sie das mit einem anderen Hintergrund als der, als meiner inzwischen ist. Ich sehe da durchaus ganz, ganz andere Fragen. Gerade wenn man in die USA blickt, würde man das Jahr 1871 eventuell gar nicht so positiv bewerten, wie das hier hierzulande ja, von vielen getan wird. Aber das ist ein eigenes Thema, ich denke. Ich bin da schon lange, lange draußen aus der Diskussion. Ja, wir freuen uns alle natürlich aufs Kaiserreich. So, und wo wir gerade bei den Monarchien sind, als die Queen starb, begann der wirre Countdown der deutschen Staatsgegner. Ja, London Bridge Down, Focus Online untersucht in einer Serie die verworrenen Umsturzpläne der mutmaßlichen Terrororganisation, die die Republik mit Gewalt stürzen wollte. Und dabei soll die AfD-Politikerin Malsak Winkelmann eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ja. Der angebliche Gehstock von Königin Elisabeth hätte einem Mann fast viel Geld eingebracht, heißt es hier in einer völlig unerheblichen Bildunterschrift. So, und dann blicken wir ein bisschen auf die Themen, die da vor allem bei Reichsbürgern ja besonders im Fokus stehen. Erster Reichsbürger packt aus, heißt es hier.
wollte pädophile Spitzenpolitiker entlarven. Ja, von dem mutmaßlichen Staatsverweigerer, den in Kürze ein Mammutprozess wegen Vorbereitung zum Hofverrat gemacht wird, hat der erste ausgepackt. Oberst Maximilian E., Ex-Offizier der Eliteeinheit am KSK. Der Soldat spionierte den Reichstag aus und bespitzelte Politiker. Er wollte beweisen, dass sie Täter oder Vertuscher in einem pädophilen Ring seien. Da kommen eventuell ja, gewisse Dinge ebenfalls sehr, sehr bald ans Licht. Und ja, erinnert alles ein bisschen an QAnon, wer sich noch erinnern kann. Ja, warum Verschwörungstheoretiker von Kindesmissbrauch ausgehen, hieß es hier schon im Jahr 2021. QAnon-Anhänger glauben, dass Eliten Ritualmorde an Kindern begehen. Solche Verschwörungserzählungen reichen bis ins Mittelalter zurück, sagt Historiker Till Kössler. Diese verhindern auch den Blick auf konkrete Missbrauchsfälle. Ja, auch hier werden bei Zeiten, und eventuell liegen diese Zeiten gar nicht so fern in der Zukunft, gewisse Dinge offenbart. Und ja, da startet in den USA ebenfalls ja ein gewisses Aufwachmoment. Hashtag Familie Biden. Das Justizministerium fordert nun eine Haftstrafe für den Mann, der das Tagebuch von Bidens Tochter Ashley geklaut haben soll. Wir wissen, das ist unangebrachte gemeinsame Duschen und so weiter und so fort. Und auch hier ist natürlich mal wieder derjenige, der diese Dinge an die Öffentlichkeit bringt, der hier härter bestraft werden soll, ja, als die Täter selbst. So, dann blicken wir ein bisschen auf die P. Diddy-Story, die so viel größer ist, als man vermuten würde. Es passiert nichts, sagen sie. Niemand redet darüber, sagen sie. Die Medien berichten über nichts, sagen sie. Verstehst du, wie mächtig Diddy war? Er war ein wichtiger Militärsfrontman für den von Kabalen CIA und den Creative Artist Agency kontrollierten Musikzweig der Operation Mockingbird. Nah an der Spitze, wenn es um Mainstream-Rap und Hip-Hop geht. Ja, warum das wichtig war, ist natürlich eine große Frage, weil hier gewisse Parallelen gezogen werden zu dem, was Jeffrey Epstein gemacht hat, nämlich hier eventuell einen riesengroßen Erpresserring aufgezogen, ja, unter den Reichen und Schönen. Und hier ist dann aus einer Aussage eines ehemaligen Bodyguards von Jean Diddy Combs, dieser, also P. Diddy, der Musikmogul, hat wohl Aufzeichnungen, Videoaufzeichnungen von Politikern und Prinzen. Also, diese Story dürfte wohl auch noch sehr viel größer werden als gedacht. Und hier, ja, eines seiner vermeintlichen Opfer, Justin Bieber, der hier in einem aktuellen Video von P. Diddy abgetastet wird, ob er dieser nicht verkabelt ist. Tja, auch hier liegen die Nerven wohl so ganz, ganz langsam blank. Ja, das Ganze verschleiert natürlich, wie man es vorher schon gelesen hat, die Betrachtung wahrer Fälle. Und ja, da gibt es weiterhin leider und Gott sei Dank immer wieder Zugriff. Landkreis Kelheim, Großrazzia, wegen Kinderpornografie oder ja, selbiges. Auch in Niedersachsen immer mehr Kinderpornografie. Polizei schlägt Alarm. Die Frage ist, ob es tatsächlich immer mehr wird oder ob man ja, das Ganze immer mehr an die Oberfläche holt. Ja, auch hier immer wieder die Executive Orders von Donald Trump natürlich im Mittelpunkt. So, dann ist es die Kinderpornografie, die natürlich hier gewisse, wie soll man es nennen, einfach Gründe liefert, um ja einen Rundumschlag zu vollführen. Überarbeitung, beschlussfertig heißt es hier. EU will die verpflichtende Chatkontrolle wohl noch vor den Wahlen durchdrücken. Seit fast 2 Jahren arbeitet die EU an der Verabschiedung eines Gesetzes zu verpflichtenden Chatkontrollen. An einem ersten Vorschlag entzündete sich auch für die Verhältnisse der EU ein beispielloser Protest. Nun plant man einen neuen Anlauf und will das Vorhaben wohl noch vor den Wahlen durchdrücken. Ja, die verpflichtende Chatkontrolle ist eines umstrittenen Vorhabens der Europäischen Union. Bereits Mitte 2022 hat die EU-Kommission einen Antrag zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern
altes Glauben möchten, vorgelegt. Bei einer entsprechenden Anordnung sollen Anbieter von Kommunikationsdiensten, insbesondere Social-Media-Plattformen, verpflichtet werden, private Chats auf sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche überprüfen zu müssen. Ja, auf den ersten Blick natürlich mal wieder ein hehres Vorhaben, nur zum Besten unserer Kinder natürlich. Wer hier gewisse Zusammenhänge eventuell dann schon verstanden hat, der mag ja gewisse Verdachtsmomente äußern, ob das Ganze nicht eventuell eine Generalüberwachung darstellen soll. Natürlich erwarten wir uns alle von Ursula von der Leyen und den Iren nur das Beste. So, und dann noch eine andere Geschichte. Biden-Administration veröffentlicht Erklärung zur Unterstützung des EU Digital Services Act. Ähnliche Geschichte. Joe Bidens Administration wird vorgeworfen, eine Erklärung zur Unterstützung des DSA der Europäischen Union abgegeben zu haben, obwohl Organisationen der Zivilgesellschaft wiederholt Bedenken geäußert haben, dass der DSA die Meinungsfreiheit im Internet beeinträchtigt. Aber ja, ist nicht das genau der Zweck des Ganzen? Ja, auch hier die übliche Geschichte. Alles Fake News, alles Desinformation. Hier heißt es beim Tagesspiegel: Kates Krebsvideo und die RKI-Protokolle, wenn die Wahrheit nicht ausreicht. Was steckt hinter den geschwärzten Stellen der Corona-Protokolle? Die Spekulationen sind aufregend, unterhaltsam und gefährlich. Von der lustvollen Suche nach Verschwörungen. Ja, lieber Tagesspiegel, dieses Thema wird euch noch ein bisschen beschäftigen, denn das ist alles natürlich erst der Anfang. So, und dann, wunderbarer Artikel hier. Government-funded NGOs, also von Regierungen finanzierte Nicht-Regierungsorganisationen. Macht es sie nicht eigentlich dann auch zu Regierungsorganisationen? Frage für einen Freund. Beziehungen, also NGOs, die Beziehungen zur NATO haben, mischen sich in europäische Wahlen ein. Wie kann das sein? Und ja, wer wird hier genannt? Korrektiv, wer hätte es gedacht? Und das Institut für strategischen Dialog sind militärische und geheimdienstliche Frontgruppen, die Desinformation über deutsche Bauern und Politiker verbreiten, zeigen nun gewisse Beweise. Ja, wir haben ja unter anderem auch Lisa Paus und den Korrektivgründer David Schraben, die sich natürlich ja, nur ausschließlich für die Erhaltung der Demokratie einsetzen. So. Dann hier von News ein kleiner Tweet. Die gruselige Welt der Grünen. Auch wahre Begebenheiten können Desinformation sein. Endlich sagt man es, wie es ist. Und hier noch ein zweiter Tweet über die Grünen. 182 Millionen fließen in grünes Anti-Rechts-Programm. Jetzt packt Insiderin aus. Wir haben vieles durchgewunken. Ja, wie gesagt, die Bekämpfung der Opposition war stets ein Mittel einer funktionierenden Demokratie. Wieso sollte es heutzutage anders sein? Ja, die Dinge liegen weltweit, wie gesagt, in der westlichen Welt ähnlich. Ein Blick nach Schottland. Hier geht es um Transphobie, neues Hassredegesetz. Jackie Rowling freut sich darauf, festgenommen zu werden. In Schottland ist am Montag ein neues Gesetz gegen Hasskriminalität in Kraft getreten. Die transphobe Autorin Jackie Rowling fordert deshalb bereits die Regierung auf, sie zu verhaften. Ja, auch in Bayern gibt es da inzwischen schon Proteste gegen das Genderverbot und so weiter und so fort. Dass die Menschen einfach nicht einsehen wollen, dass es viel, viel mehr Geschlechter gibt als Männlein und Weiblein, auch wenn man das ja biologisch nicht ganz nachweisen kann, aber wir vertrauen ja nicht mehr jeder Wissenschaft, zumindest nicht der Biologie. So, und wo wir gerade bei gewissen Meinungs Ja, bei gewissen Versuchen sind, die Meinungsfreiheit einzudämmen, formulieren wir es so rum. Blickt man nach Brasilien, wo X, also Twitter und vor allem in Persona Elon Musk nun gezwungen werden, hier gewisse Accounts zu blockieren. Da könnte sich noch was draus entwickeln, weil sich Elon Musk da natürlich wehrt. Und ja, es ist vor allem ein gewisser Richter. Wo haben wir ihn? Alexandre de Moraes, kennen wir noch aus der Behandlung von Bolsonaro, der ja, gegen die freie Rede aufbegehrt. Wunderbare Sache aus hier. Auch Brasilien nähert sich gewissen dystopischen
Visionen. So, und damit blicken wir zurück nach Europa, in die Ukraine, wo man überlegt, ob man nicht Telegram einfach sperren sollte, wenn die App bestätigterweise die nationale Sicherheit bedroht. Ja, wie viel von der nationalen Sicherheit noch übrig ist, ich habe es in der letzten Sendung schon gesagt. Ja, Zelensky ist ja jetzt nicht mehr gewählter Präsident. Ja, kann man natürlich auch machen. Die Stimmung kippt wohl auch ihm gegenüber innerhalb der Ukraine. Und ja, wir werden sehen, wie weit sich das ganze Spiel innerhalb der Ukraine noch weiter zeigen wird. Diese Meldung ist schon etwas älter, aus dem März, aber ja, ich wollte es mit reinnehmen, weil es einfach so schön schwarz auf weiß hier von der Bild-Zeitung ist. Brisante Aussage aus Polen. Soldaten von NATO-Ländern sind schon in der Ukraine. Liebe Bild, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, kann man da einen Herrn Ronzheimer nicht nochmal hinschicken und das Ganze nochmal überprüfen lassen? Wäre natürlich ein Skandal, wenn hier NATO-Länder in der Ukraine gegen Russland kämpfen würde. Es wäre ja fast ja, ein Krieg Russland gegen die NATO. Wer hätte es gedacht? Nun gut. Ja, dann, wo wir gerade bei gewissen unbequemen Wahrheiten sind, war der Maidan vor 10 Jahren ein Staatsstreich der USA, wird hier in der Berliner Zeitung gefragt. Während des Maidan kamen westliche Politiker, um sich in die Proteste in der Ukraine einzumischen, beförderten sie den Sturz von Janukowitsch. Nein, liebe Berliner Zeitung, mit Sicherheit nicht. Man könnte sich mal die Rolle der kürzlich zurückgetretenen ehemaligen Vize-Außenministerin Victoria Nuland zu dem ganzen Fall hier anschauen. Auch die Besuche von Obama bereits im Jahr 2005 war er in der Ukraine zum Beispiel als damaliger Senator von Chicago und so weiter und so fort. Jeder, der sich hier ein bisschen informieren will, mit offenen Augen sich hier die Dinge betrachten möchte, sieht relativ klar, was hier tatsächlich nicht erst im Jahr 2014 passiert ist. So, nichtsdestotrotz, es sieht es wohl so aus, dass die Front auch nun ganz offiziell nicht mehr zu halten ist. Es gibt nichts, was der Ukraine jetzt helfen kann. Die ukrainischen Verteidiger sind angesichts der russischen Übermacht an der Front schwer in Bedrängnis. Ihnen fehlt es an Personal, aber vor allem auch an Waffen. Mehrere Militärs geben eine düstere Prognose zum weiteren Verlauf des Kriegs ab, der militärischen Sonderoperation. Ja, wie gesagt, die Frage, wieso diese Operation so lange dauert, ist natürlich ja, eine große. Viele Betrachter sind verwundert, wieso Russland hier nicht innerhalb weniger Wochen bzw. Monate das Ganze abgeschlossen hat. Aber auch hier muss man natürlich sagen, dass man hier wohl auch auf globale Zusammenhänge schauen muss. Und ja, immerhin haben wir es jetzt geschafft, so ganz nebenbei die NATO zu entwaffnen. Und hier heißt es erneut bei der ein Bild wie ein Flipperautomat. Russland spielt mit der Ukraine. Ja, ich denke, so kann man das dann zusammenfassen. So, derweil kauft sich vermeintlich Zelensky ein Haus, eine Villa, eine ehemalige Residenz von König Charles für 20 Millionen Pfund, wenn es denn stimmt. Ja, wie gesagt, Peanuts mehr oder weniger. Man möchte auch nach dem Krieg, nach der Präsidentschaft, ja, angemessen residieren, wohl nicht mehr in der Ukraine, sondern ja, eventuell in Großbritannien. Und ja, man zeigt sich offen für US-Waffenhilfe auf Kredit. Geschenkte Gelder gibt es ja nicht mehr und nun möchte man einen Kredit, den man ja niemals, niemals, niemals zurückzahlen kann und das wahrscheinlich auch gar nicht möchte. Und ja, da werden schon erste weitere Verschwörungstheorien präsentiert. Ebenfalls in der Bild droht Ukraine Teilung wie Deutschland 1945, ein brisanter NATO-Plan. Ja, das sind schon alles Dinge, die dann sehr wohl auch den Rest Europas eventuell betreffen wird. Wie gesagt, die Grenzziehungen, eventuell denkt man da etwas drüber nach. Es gibt ja jetzt sogar Überlegungen, Österreich-Ungarn wieder auferstehen zu lassen, hat man gehört. Und ja, dürfte spannend werden, wie man da neu die Linien ziehen wird. So, und dann heißt es hier noch, inoffizieller Friedensplan für die Ukraine, Abgabe von Gebieten für NATO-Mitgliedschaft. Ja, die besetzten Gebiete im Austausch für einen sofortigen NATO-Beitritt aufgeben. Laut einem Bericht diskutieren NATO-Länder inoffiziell über diese Lösung im Ukraine-Krieg, was ja keine Lösung wäre. Allerdings würde es dann nicht mehr der Ukraine-Krieg heißen, sondern sowas wie
Dritter Weltkrieg oder so, wenn die NATO hier dann ganz offiziell auch im Kampf gegen Russland einsteigt. So, ja, man übt schon mal zumindest im Besten über der Ostsee. Deutsche Luftwaffe fängt russische Militärmaschine ab. Ich denke, das sollte man anders formulieren. Russische Militärmaschine lässt sich von der deutschen Luftwaffe abfangen. Die ja, Überlegenheit des russischen Militärs sollte inzwischen wohl keine große Frage mehr sein. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch hier in Deutschland nachziehen und nun wird nach einer Reform der Bundeswehr gerufen. Mehr Schlagkraft für die Freiheit. Ja, natürlich, für was denn sonst als die Freiheit? Für was anderes stehen wir da früher auch nicht auf. Vier Streitkräfte und ein zentrales Kommando. Eine neue Bundeswehrstruktur vorgestellt. Es gibt nun auch eine Cyber- und Informationstruppe innerhalb der Bundeswehr. Pistorius prescht hier weiter voran. Und ja, ehemalige Bundeswehrsoldaten, Verbandschef will Reservisten systematisch erfassen. Natürlich nur fürs Protokoll, nicht um sie irgendwann später entsprechend an der Front verheizen zu können. Macht man natürlich nicht. So, und ja, dann haben wir hier noch die begnadete Bundeswehr in Litauen. Ein Zurück gibt es nicht. Erinnert ebenfalls an gewisse historische ja, Begebenheiten, als es nur für wenige einen ja, Weg zurück eben gab, der dann allerdings auch zu Fuß gegangen werden musste. So, ja, die Gegenseite stellt sich weiter auf. Lukaschenko, Präsident von Weißrussland. Wir bereiten uns auf Krieg vor. Da gibt es ja immer wieder gewisse martialische Ansagen, auch aus dem Kreml selbst. Und ja, hier ist es dann allerdings bei Merkur, auch dort muss man sich schon eingestehen, aktuell keine Möglichkeit. Westen hat die Chance vertan, um Putin zu stürzen. Auch hier muss man es wohl ganz langsam einsehen. So, dann blicken wir von diesem Ukraine-Thema nun zum Israel-Thema. Zwischen Staatsräson und Israel-Kritik, da ist man sich ein bisschen uneins, gerade ein deutsches Dilemma, wunderschön. Die Kritik am militärischen Vorgehen Israels, böse Zungen sprechen hier auch von Genozid, aber ja, muss natürlich erst gerichtlich geklärt werden. Also diese Kritik im Gazastreifen oder gegen das Vorgehen im Gazastreifen wächst. Wegen seiner Solidarität mit Israel gerät auch Deutschland international unter Druck, nicht nur wegen der Solidarität, sondern eventuell auch wegen der ein oder anderen Waffenlieferung. Aber sei mal dahingestellt. Was tut die Bundesregierung? Aber da können wir uns weiterhin wahrscheinlich auf die beste Außenministerin aller Zeiten verlassen. Hier wird ja die Frage gestellt, auch ebenfalls schon schwarz auf weiß: Hat Deutschland Beihilfe zu einem Genozid geleistet? Ein Völkerrechtsexperte erklärt, warum es beim Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof geht. Ja, auch hier geht es langsam voran. Man ist sich uneins, nicht nur in der Frage, wie behandelt man das Vorgehen Israels im Gazastreifen, sondern auch, wie behandelt man das Auftreten gewisser kultureller Gruppen hier in Deutschland gegenüber Israel. Entsetzen nach Anschlag auf Synagoge in Oldenburg. Ja, große Frage, ist es die Staatsräson gegenüber Israel oder ist es die Tatsache, dass Islam zu Deutschland gehört, dem wir jetzt mehr folgen muss? Das wird natürlich auch dem einen oder anderen schlaflose Nächte ja, bringen. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gibt es da nun. Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg läuft die Suche nach dem oder den Tätern auf Hochtouren. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Motive und Hintergründe sind unklar. Natürlich, wahrscheinlich waren es Nazis. So, dann haben wir hier: Er hasst Schwulen, feiert Kindermörder. Warum lächelt Baerbock diesen Mann so an? Ja, interessante Frage, oder? Ja, Behauptung, die hier aufgestellt wird. Haben sich die Alliierten eines Genozids schuldig gemacht, als sie Nazi-Deutschland bombardierten und Zehntausende unschuldiger Zivilisten töteten? Nach Kriterien, die in Israel angelegt werden, muss man sagen, ja. Na, es geht halt auch hier immer wieder nur darum, ob die Ideologie passt oder auch nicht. Aber da ist man sich ja, wie gesagt, momentan nicht so ganz einig. Und ja. Das zeigt sich auch schon ganz klar im öffentlich-rechtlichen Land, wirft Baerbock und der Bundesregierung Heuchelei vor. Eventuell muss sich Markus Lanz auch sehr, sehr bald mal über ja, seine
berufliche Zukunft Gedanken machen. Wird man sehen. Nun gut, bleiben wir ganz kurz noch bei den Grünen. Machtkampf heißt es hier. Habeck will Kanzler werden, Problem Baerbock wohl auch. Ja, dürfte spannend werden. Beliebt sind sie ja beide im Volk wie kein anderer. Wäre doch eine Doppelspitze, wäre doch gut. Nun gut. So, ja. Und dazu passt natürlich noch diese Meldung hier. Olaf Scholz, nach nur 2 Jahren schon der unbeliebteste Regierungschef des Westens. Ja, gut, dass es noch den einen oder anderen Diktator gibt, der bei seinem Volk noch unbeliebter ist als Olaf. Aber da muss man, glaube ich, auch inzwischen schon etwas suchen. Nun gut, und dann hatten Sie ja mal einen, die SPD, Gerhard Schröder, der ist allerdings als Putin-Freund ja, verpönt inzwischen. Und ja, man muss sich schon schämen, wenn man ihm zum 80. Geburtstag gratuliert. Ja, der Genosse, dem kaum einer gratuliert. Ja, der Hausmeister Deutschland. Vielleicht sollte einfach er wieder überleben. So, dann blicken wir ein bisschen auf die Kultur. Neuer Song der Antilopengang, Gott sei Dank. Überraschung, auch Greta hasst Juden. Linke Band in Love. Linke Doppelmoral. Ja, hier haben wir ihn auch, wie heißt er? Danger Dan und so weiter. Ja, die Kulturschaffenden in Deutschland haben sie ja nicht nur während Corona, sondern auch in der jetzigen Diskussion rund um Russland und so weiter und so fort, im Kampf gegen Rechts, ja stets als Demokratiefreunde gezeigt. Und wo wären wir nur, wenn wir diese unabhängigen Künstler nicht hätten? Wunderbare Sache, erfolgreiche Premiere für Professor Campino. Ja, Tote Hosen singen Campino, füllt nicht nur ganze Stadien, sondern auch ein Hörsaal. Und zwar als Lyrikprofessor, wie er sich geschlagen hat. Wunderbare Sache. Und auch ja, die Ärzte mahnen zum Wählen, die alten Punks. Wir agieren als Band politisch, weil Neutralität gar keine Option ist heutzutage. Ja, die Band Die Ärzte macht sich Sorgen um gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Ja, zur Europawahl veröffentlichen die Musiker ihre Single Demokratie, obwohl Bassist Rodrigo González ein Problem mit dem Lied hat. Ja, die Ärzte, ich denke auch hier muss man nicht mehr viel dazu sagen. So, wo wir gerade bei öffentlichkeitswirksamen Verfehlungen sind, wegen Nazi-Symbolik, DFB ändert die Rückennummer 4. Ja, geht natürlich gar nicht, ist viel zu sehr mit einem. Ach, lasst eure Fantasie einfach selbst spielen. Dieses Trikot hat wirklich einiges nun schon gebracht. Es wird so richtig lustig, richtig, richtig lustig. Jetzt im Juni dann bei der Europameisterschaft. Darf man im eigenen Land noch sagen? Ich denke, das trifft auch ganz langsam einfach auch faktisch nicht mehr zu, aber egal. So, wo wir gerade bei dieser gewissen Symbolik sind, hier ein Artikel aus dem Jahr 2017. Neues Na NATO-Hauptquartier, wie riesige SS-Runen heißt es hier, natürlich Russenpropaganda. Ja, muss natürlich irgendwo auch ein Zufall sein, dass die NATO natürlich nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen ja, Symboliken aus der Nazi-Zeit zu tun hat. Sollte jedem klar sein. Ich erinnere da nur an die Operation Paperclip, die ja so auch niemals stattgefunden hat. Und ja, dann noch ein Blick nach Kalifornien, ein Artikel aus dem Jahr 2007. US-Marine oder die erste US-Marine will Hakenkreuz tarnen. Nein, hier gibt es nichts zu sehen. Die Aufarbeitung hat auch nach der Nazi-Zeit entsprechend stattgefunden. Und alles, was nach 1945 passiert ist, hat nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen Personen aus der Nazi-Zeit natürlich zu tun. Vor allem nicht in den Vereinigten Staaten. So, zurück in Israel. Getötete Helfer im Gazastreifen. Israelische Armee gesteht schweren Fehler ein. Ja, Israels Militär hat den Tod von 7 internationalen Helfern im Gazastreifen durch einen Luftangriff einen schweren Fehler genannt. Fehler auf beiden Seiten natürlich. Weltweit wächst die Empörung, während mehr und mehr Hilfsorganisationen die ihre Arbeit in dem Gebiet vorerst einstellen. Und auch Donald Trump sagt schon, Israel verliert den PA-Krieg im Gazastreifen. Abscheulichste Aufnahmen. Wird spannend werden. Eventuell verliert man Israel mit Trump einen, ja doch stets eigentlich verlässlichen Unterstützer, aber hat sich einen anderen gesucht, Milley. Durchaus auch, ja, eine Figur, die man sich genauer anschauen muss weiterhin. Werden wir gleich sehen. Zuerst bleiben wir nochmal in Israel, wo Tausende von Menschen, wir wissen, wenn man hier von Tausenden spricht, das heißt gegen die Regierung, nun weiterhin auch demonstrieren. Also auch dort ist die Stimmung weiter aufgeheizt. So,
Die USA drängen Israel nun tatsächlich zu Zugeständnissen. Der Krieg im Gazastreifen dauert seit 6 Monaten an. Gespräche über eine Feuerpause und Freilassung von Geiseln stocken seit Wochen. Die USA wollen nun einen Durchbruch erzwingen. Und ja, wo wir gerade gewisse Themen haben, hier heißt es, Cassie Akiva vom Daily Wire hat ein Foto mit den roten, also roten Kühen. Roten Kälbern, muss es heißen, in Israel gepostet. Benutzer auf X behaupten, dass diese Kälber für Salomons drittes Tempelritual verwendet werden. Dieses Thema haben wir auch schon seit längerem. Eventuell bewegen wir uns auch ganz, ganz langsam drauf zu. Jetzt kurzer Sprung nach Argentinien, wo Milei ja weiterhin für Furore sorgt. Ja, gerade wenn es um monetäre Angelegenheiten geht, aber hier nochmal. Zwei, drei Meldungen, die zeigen, zu wem er sich wohl zugehörig fühlt. Javier Milei hat nur eine Roadmap präsentiert, um die Falklandinseln von Großbritannien zurückzufordern, beziehungsweise möchte, dass Großbritannien die Falklandinseln an Argentinien übergeben. Und hier heißt es, unser Bündnis mit den USA ist eine Botschaft für die Welt. Gerade auf Milei bezogen ist es natürlich für viele vielleicht sehr verwunderlich gewesen, wie sehr sich ja, zu Israel bekannt hat und auch diese, ja, dieses Bündnis nur mit den USA zeigt in eine Richtung, die natürlich nicht jedem schmeckt. Er hat sich ja offensichtlich auch ganz öffentlich von den BRIC-Staaten distanziert. Wird ebenfalls spannend. Eventuell deutet es dann tatsächlich eine neue Block- oder ja, eine Aufteilung in verschiedene globale Blöcke wieder an, da man durchaus vermuten kann, dass die BRIC-Staaten wenn man sich die Staaten anschaut, nicht ganz so freiheitlich agieren, wie es eventuell Trump unter einem Vereinigten Staaten präferieren würde. Wird sich alles zeigen. Wie viele, ja auch hier in der alternativen Szene, die BRIC-Staaten ja die großen Heilsbringer, ich weiß es nicht. Ich möchte weder in China noch in Südafrika, auch nicht in Brasilien und Indien eigentlich auch nicht leben. Das Einzige, was man sich da noch vorstellen könnte, ist Russland allerdings. Ja. Ich weiß es nicht. Ich halte diese Länder nicht unbedingt ausschließlich nur für Horte der Freiheit und sehe da durchaus noch andere Lösungsmöglichkeiten. Aber ja, wie gesagt, wer weiß schon, was die Zeit bringen wird. Nun gut, ja, bleiben wir noch kurz in Südamerika. Verhaftung in Ecuador auf fremdem Territorium. Sturm auf Mexikos Botschaft. Die Mexikaner haben da inzwischen das Botschaftspersonal abgezogen und ja, ich weiß nicht, die Beziehungen sogar abgebrochen. Sicherheitskräfte haben am Freitag die mexikanische Botschaft in Quito gestürmt. Sie nahmen den dort verschanzten früheren Vizepräsidenten Ecuadors fest. Mexiko hat die Beziehungen zu dem anderen Staat postwendend ausgesetzt. Ja, werden wir sehen, was da noch weiterhin passieren wird. So, dann springen wir in die Vereinigten Staaten nach Baltimore, wo sich dann doch zeigt, dass diese eingestürzte Brücke gerade für das US-Militär einige Probleme bringen könnte. Ja, es sind ja, Versorgungsgüter, aber auch Schiffe, 4 Schiffe, die hier nicht mehr ja, den Atlantik nun befahren können. Und das zeigt, dass die Amerikaner da auf vielerlei Ebene auch ja, militärisch, zumindest im Atlantikbereich, stark geschwächt wurden. Was natürlich die Motive jetzt für dieses Unfall war es natürlich nochmal in ein anderes Licht rücken. Ja, keiner zweifelt natürlich daran, dass es alles ein großer Zufall ist. Und ja, ein weiterer großer Zufall sehen wir jetzt nun in New York, wo ein massives Containerschiff nun ebenfalls die Stromversorgung verloren hat. Das Ganze bei der Verrazano-Brücke in New York City und nur wenige Tage nachdem die Baltimore Key Bridge eben zusammengebrochen ist. Alles völlig zufällig. So, springen wir nochmal zurück in den Nahen Osten. Der Iran, ebenfalls großes Thema, sagt, dass die USA
den Iran gewarnt haben, hier keine US-Einrichtungen anzugreifen. Grund hier, die Tagesschau hat es gesehen. Iran droht Israel mit Angriff auf Botschaften. Nach dem Angriff auf ein iranisches Konsulargebäude in Damaskus droht der Iran Israel mit Vergeltung. Weltweit sei keine israelische Botschaft sicher, sagt ein ranghoher Berater des obersten Führers Khamenei. Ja, auch hier werfen natürlich gewisse Kräfte Israel vor, für eine gewisse Eskalation zu sorgen. Das rote Kalb lässt grüßen. Und auch hier werden wir sehen, wie es weitergeht, wie weit der Iran ist jetzt bereit ist, gewisse Dinge eskalieren zu lassen. Und ja, bringe ich einfach mal an dieser Stelle für all diejenigen, die sich mit der Situation zwischen Trump und Bin Salman in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben, ein größeres Zeichen. Wir erinnern an Las Vegas, wir erinnern an den Schwerttanz und so weiter und so fort, an die Reise von MBS nach Amerika. Und so weiter. Und hier heißt es, Trump hat vor kurzem mit Mohammed bin Salman gesprochen, berichtet jetzt die New York Times. Muss natürlich, kann natürlich gar nichts bedeuten. So, dann haben wir noch Nordkorea, die ebenfalls rumzündeln, mal wieder eine ballistische Rakete abgefeuert haben. Und ja, dann heißt es hier, wie Xi Jinping plant, Amerika zu übernehmen. Das ist eine Sache, die gerade in Amerika eine große Befürchtung ist. Wir wissen um die Häfen, die schon in großer Zahl in chinesischer Hand sind und so weiter und so fort. Gewisse Spionageaffären haben wir auch gesehen. Und ja, vor allem die enge Beziehung eines momentan agierenden, hingestellten US-Präsidenten Biden nach China sollte da gerade für die Amerikaner eine gewisse Rolle spielen. So, und dann große Panik, natürlich China teilt räumliche Geheimdienstinformationen mit Russland. Man stellt sich vor, China und Russland würde zusammenarbeiten. Es wäre ja ein Super-GAU für die Amerikaner. Ach ja, machen sie ja schon. So, dann haben wir nach einem Telefonat zwischen Xi und Biden nun einen baldigen Besuch von Blinken in Außen- und Yellen, Finanzministerin. Die müssen sich in China wohl gewisse Vorgaben abholen. Xi hat Biden gesagt, dass die Taiwan-Frage eine rote Linie darstellt. Wir haben gesehen, dass ja die Amerikaner auch gewisse militärische Kräfte im südchinesischen Meer mal wieder zusammengezogen haben. Diese Taiwan-Frage zieht sich nun seit Jahren. Und ja, auch die Chinesen haben nun seit gestern ein weiteres Manöver im südchinesischen Meer gestartet. Also auch hier wartet ein größerer Konflikt darauf, gelöst aus beziehungsweise auszubrechen und gelöst zu werden oder auszubrechen, je nachdem. Und ja, eine gewisse Brisanz galt dann natürlich dem Erdbeben in Taiwan letzte Woche. China bietet Taiwan Erdbebenhilfe an. Nächstenliebe oder Kalkül? Ja, nur gut, dass Erdbeben ja einzig und allein natürlich am Vorkommen ist doch so. Wie gesagt, Tote und Verletzte nach schweren Erdbeben in Taiwan. Ja, das schwerste Beben seit 25 Jahren, wie sie heißt. Und auch anderswo bebt die Erde auch gestern wieder in Japan. Die Meldung habe ich natürlich nicht dabei. Aber ja, spektakulärer oder weltweit beachteter war das Beben in New York. Hier eine Berichterstattung über das Nachbeben mit der Stärke 4. Ja, haben wir die aktuelle Meldung leider nicht mehr dabei. Ja, Nachbeben erschüttert New York, heißt auch hier. Nachdem New York bereits am Freitagmorgen von einem Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert wurde, kam es gegen 18 Uhr Ortszeit zu einem weiteren Beben. Zunächst wurde das Nachbeben eine Stärke 4,0 angegeben, später auf 3 herabgestürzt. Und ja, da gab es natürlich mal wieder das ein oder andere zu finden. Ja, ist es. Man kann sich das alles nicht nur ausdenken. Das Epizentrum des Erdbebens in New Jersey hat den Golfclub von Donald Trump getroffen. Muss natürlich ein Zufall sein. Ebenfalls, dass halt gleich mehr oder weniger zeitgleich auch in Nordkalifornien es zu einem 7 Erdbeben gekommen ist. Wir haben schon des Öfteren drüber gesprochen, die Thematiken, die hier sofort auch in sozialen Medien immer weitergegeben werden.
Spektakuläre Bilder gab es da von der Freiheitsstatue. Die ist ja mal wieder von einem Blitz getroffen worden, wenige Stunden bevor es zum Erdbeben gekommen ist. Muss wie immer ein Zufall sein, natürlich. Und ja, viel diskutiert das große Thema Habeck in diesem Zusammenhang. Hier ein Artikel aus dem Jahr 2023 vom Focus tatsächlich. Die Abkürzung Habeck wird in den letzten Jahrzehnten mit vielen Naturphänomenen verbunden. Was genau sich hinter dem Begriff verbirgt, lesen Sie bei uns, aber es wären keine Naturphänomene natürlich mehr. Und ja, schaut es sich einfach ein bisschen an. Ich denke, der eine oder andere hat es inzwischen schon tiefergehend studiert. Hängt natürlich auch immer mit gewissen Fragen des Geoengineerings zusammen, wenn man sich hier diese wunderbare Wolkenformation mal wieder anschaut. Und hier heißt es, ein Geoengineering-Versuch ist im Geheimen gestartet worden und setzt Salzkristalle in der Atmosphäre frei. Ja, wie Geoengineering wird schon seit Jahrzehnten eventuell angewandt, ist mir bis jetzt tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Auch diese Themen kommen dann endlich an die Oberfläche. In Tennessee wurde bereits ein Gesetz erlassen, das Ganze über Tennessee zumindest zu verbieten. So, nichtsdestotrotz haben wir natürlich bösen Klimawandel. Wärmster März seit Messbeginn folgt auf den wärmsten Februar und im April haben wir schon 30 Grad. Deutschland knackt die 30 Grad Marke. Temperaturen wie im Sommer, oh mein Gott. Es ist Frühling, doch die Temperaturen in Deutschland klettern bereits über 30 Grad. Der Rekord aus dem Jahr 2012 fällt aber nicht. Auch in den kommenden Tagen ist mit Sommerwetter zu rechnen. Oh mein Gott, wie halten wir das alles nur noch aus? Ja, ein Klimaforscher ist sich weiter einig. So dramatisch war die Situation noch nie. Für alle, die noch ein bisschen Panik gebrauchen können in diesen Tagen. Greta Thunberg ist mal wieder verhaftet worden, zeigt sich allerdings trotzdem zufrieden. Plötzliche Stromlücke, der Sahara-Staub offenbart die große Schwäche der Energiewende. Stichwort Dunkelflaute. Da hat er niemand ahnen können. Dann haben wir einen Deutschen, der das Internet gerettet hat. Es ging um eine halbe Stunde. Na Gott sei Dank, was wären wir nur? Das Internet. So, zurück zu diesen natürlichen Phänomenen. Außerirdischer Anblick am Vulkan. Etna spuckt riesige, perfekte Ringe aus Rauch. Ja, am Etna auf Sizilien bildet sich ein neuer Vulkankrater, aus dem außerirdisch anmutende Gebilde gen Himmel aufsteigen. Der Berg spuckt perfekt geformte Rauchringe. An keinem anderen Vulkan der Welt tritt dieses beeindruckende Phänomen häufiger auf. Ja, in Island ist der Vulkan auch wieder aktiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und wir blicken auf ein weiteres größeres Thema, das in diesen Tagen diskutiert wird. Ich gehe ebenfalls heute nicht ja, so tief drauf ein, haben wir auch schon das öfteren Mal gemacht. CERN, hier die 666. Und ja, es wird gemunkelt, dass am heutigen 8. April da mal wieder versucht wird, ein Portal zu öffnen. Ja, was machen wir heute, Pinky? Egal. Und ja, Russland ist wohl aus der CERN-Wissenschaftsgemeinschaft ausgeschlossen worden. Böse, böse natürlich. Ja, wie gesagt. So. Dann heute natürlich die große Panikmache. Wir werden alle sterben. Die Sonnenfinsternis über den USA. Aus irgendeinem Grund ist es ja weiterhin so, dass die Erde, oder von der Erde aus betrachtet, besser gesagt, der Mond genauso groß erscheint wie die Sonne. Wobei ja, die natürlich sehr unterschiedlich weit voneinander entfernt sind. Ebenfalls wohl ein Zufall. Und ja, ich bezweifle weiterhin nichts an der offiziellen Wissenschaft, wenn es darum geht, hier die Trabantenfähigkeit, ob es der Mond, die Sonne ist, hier zu beschreiben. Auch hier ist natürlich die NASA, die hier weiterhin die Wahrheit gepachtet hat. Ja, große Panik in den USA, können wir auf vieles eingehen. Ein Notstand wurde zum Beispiel an den Niagara-Fällen wegen der totalen Sonnenfinsternis nun verabschiedet. In New York warnen Behörden, die Einwohner, dass es zu Störungen kommen kann und dass man sich wohl am besten mit Essen, Wasser und Treibstoff ausrüsten sollte. Also hier ja, gewisse Panikmache. Dann haben wir noch die NASA, die an diesem Tag noch drei Raketen in die Sonnenfinsternis hineinschießen will, wie immer das gemacht werden soll. Ja, und wie gesagt, auch CERN.
Ja, eine große, große Panikmache. Ich gehe davon aus, dass wir den 9. April noch erleben werden. Ja, schauen wir mal. So, wo wir gerade bei gewissen Vorgängen am Firmament sind. Ja, es ist der Weltraum, ist das der neue Wilde Westen. Die EU versucht hier ja, ihren Weg hineinzufinden und das Ganze entsprechend zu regulieren. Die Europäische Kommission möchte nun das erste gemeinsame Weltraumgesetz der Welt präsentieren. Ja. Die USA liefert Innovation, China kopiert es und die Europäer regulieren es. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und dann noch diese Meldung hier, warum der Mond eine eigene Zeitrechnung erhalten soll. Die US-Regierung hat die Raumfahrtbehörde NASA angewiesen, eine einheitliche Zeit für den Mond und andere Himmelskörper zu erarbeiten. Die NASA soll bis Ende 2026 eine Strategie für die Einführung einer sogenannten Mondzeit vorlegen, teilte das Wissenschaftsbüro des Weißen Hauses am Dienstag mit. Ja, natürlich eine gute Sache. Ich sage heute nichts zum Mond. So, ja, ein Thema haben wir natürlich noch vergessen. Corona. Wunderbare Sache. Ein Blick nach Großbritannien. Social Media Auftritt. Britisches Aufsichtsgremium. Pfizer hat irreführend und illegal für Corona-Impfstoff geworben. Das britische Aufsichtsgremium der Pharmaindustrie attackiert Pfizers Impfkampagne. Der Konzern habe die sozialen Medien missbraucht, indem er irreführend und illegal für seinen Corona-Impfstoff geworben hat. Und damit hat man das Ansehen der Pharmaindustrie geschädigt. Die Pharmaindustrie hatte stets ein durchaus positives Bild in der Gesellschaft. Das ist während der Corona-Zeit natürlich aufgrund von Pfizer schwer beschädigt worden. Ein Blick nach Amerika. Ein Top- oder internationaler Top-Virologe hat eine ja, eindringliche Warnung ausgesprochen. Ein massiver Tsunami von Todesfällen unter den ja, 2, 3, 4, 5 Mal Geimpften steht uns kurz bevor. Eine Drohung, eine Vorhersage, die nach den jüngsten Geschehnissen diesbezüglich gar nicht mehr so abwegig erscheint und auch ja von vielen, vielen von Anfang an so gesehen wurde. So, auch die Amis haben ihren RKI-Files-Skandal. Die CDC hat eine versteckte Charge von Covid-19-Impfschäden-Reporten nun veröffentlicht. Auch da sieht es ähnlich aus wie hierzulande. Auch hier kommen gewisse Dinge über E-Mails auch ans Licht. Hier heißt es, eine neu veröffentlichte E-Mail enthüllt, dass das Covid-19-Virus im Rahmen eines von Peter Daszak, wir erinnern uns an Ralph Babbage, bewachten DARPA-Stipendiums entwickelt wurde. Das bedeutet, und das haben wir dann hier, ja, die mRNA-Impfstoffe stammen vom US-Militär und nicht von Pfizer-Moderna. DARPA, wir kennen es alle, investiert seit 2012 in genkodierte Impfstoffe, um eine Biowaffe und einen Impfstoff zu entwickeln. Damals wohl noch unter der Präsidentschaft von Obama. Ja, wirft natürlich ein gewisses Licht auf die Operation Warp Speed und die Situation, mit der Donald Trump dann im Jahr 2019 und 20 konfrontiert gewesen ist. So, damit kommen wir nach Deutschland. Der nächste Skandal rollt an. RKI analysiert Testzentren Betrug. Infektionszahlen, reine Fantasie. Oh nein, da haben wir uns sicher nicht belogen. Dann haben wir hier doch eine Chargenprüfung durch das PI. Hier heißt es, in Deutschland besteht im Falle des BioNTech-Covid-19-Impfstoffs keine Verpflichtung zur Vorlage eines Marketing-Information-Forms, da die Chargenprüfung und staatliche Chargenfreigabe durch das PI selbst erfolgt. Das PI steht für Rückfragen gern zur Verfügung, wie es gab verschiedene Chargen, die eventuell sogar unterschiedlich, ich sage jetzt nicht schädlich waren, sondern unterschiedliche Nutzen natürlich gehabt haben. Tja. Tja, konnte natürlich ebenfalls mal wieder niemand ahnen. So, Corona-Berichterstattung ist die größte Fehlleistung des Journalismus seit der Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Oh, ja, das sind natürlich harte Vorwürfe. Ja, es ist die Medien und die Pandemie, der Mythos von der regierungsnahen Einheitsfront. Nein, lieber Tagesspiegel, ihr habt natürlich alle, ja, unabhängig und neutral berichtet. Die Vorwürfe an die Medien reichten während der Corona-Phase von Berichterstattung im Regierungssinne bis zum absoluten Gleichklang. Was davon stimmt, erklären nun drei Experten. Gott sei Dank gibt es auch heute noch Experten, die uns die Dinge erklären können.
Mitarbeiter stehen auf und fordern neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ist da los? Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio haben ein Manifest veröffentlicht. Sie fordern Vielfalt und wenden sich gegen Diffamierung von Andersdenkenden. Mutig. Genauso mutig wie hier ein eventueller Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks, der hier ein Plakat entrollt hat, auf dem gewisse Fragen erörtert werden. Also hier zeigt sich ein gewisser Unmut bei denen, die hier eventuell sehr, sehr bald an den Pranger gestellt werden könnten. So, Mehrheit der Deutschen für Radikalreform von ARD und ZDF. Wir werden sehen. Und ja, zurück zu der Corona-Pandemie und den Medien. Sprich Faktencheckern in diesem Fall. Potsdamer geht Faktencheckern auf den Leim und bekommt schweren Impfschaden. Ja, hier ist es der Volksverpetzer, der hier wohl den ein oder anderen eventuell falsch informiert hat. Auch hier muss natürlich gefragt werden, wie weit man hier in die Verantwortung gehen kann. Leider wieder die üblichen Fälle. Arsenal-Star kollabiert auf dem Platz beim Frauenfußball. Man muss sich nur umschauen. Es ist nicht mehr weg zu diskutieren. Und ja, Zeit für die Aufarbeitung. Hier ist es ja unsere besondere Freundin von der Ethikkommission, vom Ethikrat, Alina Büchs, Ethikratsvorsitzende für Aufarbeitung der Corona-Zeit. Ja, die Vorsitzende des Ethikrates Büchs fordert eine bessere Aufarbeitung der Corona-Pandemie und deren Folgen. Ja, die Pandemie sei die größte gesellschaftliche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen, könnte man so sagen. Und ja, allerdings muss auch ganz klar gewarnt werden, Einsame, anfälliger für Verschwörungstheorien seit der Pandemie deutlich sichtbar. Dass die Corona-Pandemie und ihre Maßnahmen fatale gesellschaftliche Auswirkungen hatten, vor allem für Kinder und Jugendliche, ist unbenommen. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates kritisiert aber, dass eine politische Aufarbeitung nicht genüge, denn vor allem eine Entwicklung sei besorgniserregend. Ja, auch hier sind es mal wieder die Schwurbler, die dann eigentlich Schuld haben. Und hier ist es dann ja erneut von Marcel: Willst du mich verarschen? Aufarbeiten, lernen, heilen. So, und dann, lassen wir sie doch nochmal zu Wort kommen. Der Fall Kimmich. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass auf den Joshua Kimmich im Moment unheimlich viel einprasselt. Und ob er will oder nicht, da steht er in einer besonderen Verantwortung. Er ist einfach eine öffentliche Person. Also wir haben ja tatsächlich vom Ethikrat sogar gesagt, es gibt eine moralische Pflicht für uns alle, uns impfen zu lassen. Es ist natürlich besonders schade, wenn er solchen Falschinformationen aufsitzt und irgendwie denkt, da könnten noch irgendwelche Langzeitfolgen oder sowas entstehen und das dann eben erklären, dass das eine der besten medizinischen Maßnahmen ist, die so gut überprüft ist wie wahrscheinlich noch nie. Und das ist einfach, dass der Impfstoff ja im Körper abgebaut wird sehr schnell, dass der gar nicht mehr da ist. Also dass das extremst unwahrscheinlich ist, dass da irgendwelche Langzeitfolgen entstehen. In den Krankenhäusern liegen fast nur Menschen, die nicht geimpft sind. Das muss. Ja, zumindest das hat sich ja inzwischen geändert. Und Marc Friedrich sagte schon relativ klar, nicht ganz so gut gealtert, diese Aussage von Alina Büchs. Wir werden sehen. So, auch die Tagesschau kommentiert hier. Aufarbeitung der Corona-Pandemie, verlorene Jahre. Bundesweit wird eine Enquete-Kommission gefordert, um aufzuarbeiten, welche Schlüsse aus der Corona-Krise gezogen werden müssen. Besonders mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen ist das bitter nötig. Ja, windet euch nur raus. Das Ganze wird seinen Lauf gehen. So, diese Politiker diffamierten Ungeimpfte, jetzt schweigen sie zu ihren Aussagen. Politiker aller etablierten Parteien überboten sich in der Pandemie mit Forderungen, ungeimpft das Leben schwer zu machen. Heute wollen sie davon nichts mehr wissen. Was interessiert mich der Schmarrn von gestern? Und hier mal eine ganz seltene Entschuldigung. Ich entschuldige mich für den Begriff ängstliche Impfgegner. Wahrscheinlich waren die, die sich nicht impfen haben lassen, sogar mutiger als ich. Ja, hier von Dr. Gerhard Scheuch. Wie gesagt, da darf man ruhig ein bisschen Respekt auch davon haben, die Größe zu besitzen, sich ja öffentlich für das, was man gemacht hat, einfach zu entschuldigen. Es wurden Fehler auf beiden Seiten gemacht, wie gesagt, aber die Arroganz, die davon, ein Großteil derjenigen, die mitgemacht haben,
an den Tag gelegt wird, ist natürlich mit sowas nicht zu vergleichen. So, dann ein neues Pandemiegesetz kommt. Welche Grundrechte stehen auf dem Spiel? Das Ringen um das neue Pandemiegesetz beginnt auch hier. Die WHO möchte ja was Neues machen. Große Panikmache, denn die Zeit drängt, denn ja, sie ist schon angekommen, zumindest in Texas, habe ich in der letzten Sendung gleich schon angedeutet. Ein Strang einer Vogelgrippe, eines Vogelgrippevirus wurde nun beim Menschen in Texas entdeckt. Von H5N1 von Rind auf Mensch übergesprungen. Ausmaß der Gefahr noch unklar. Das Vogelgrippevirus soll es nun werden. Da heißt es, der größte Eierproduzent in den USA hat die Produktion in Texas, in einem Werk in Texas gestoppt, nachdem hier ja, die Vogelgrippe bei den Hühnern festgestellt wurde. Und hier heißt es, die CDC mal wieder hat nun einen Ratschlag rausgegeben über Rohmilch, nachdem hier die ersten Vogelgrippe-Fälle bei Kühen entdeckt worden sind. Ihr merkt es, Eier, Milch, erstmal abschalten. Sehr gute Sache. Und wir schauen mal, ob das Ganze auch nach Europa überspringen darf. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, die Vogelgrippe, ein Vogelgrippeausbruch wäre 100-mal schlimmer als das, was wir während der Corona-Pandemie erlebt haben, sagen Experten. Ihr kennt euch aus, im November soll wieder gewählt werden. Nun gut, bei TKP wird gefragt, steht das Ende der WHO bevor? Entscheidende Monate für Pandemievertrag und WHO-Reform. Die Panik des WHO-Generaldirektors wird immer größer und zwar aus einem Grund, die Reform droht zu scheitern und könnte die WHO als Ganzes beerdigen, wie auch die eine oder andere weitere Organisation des 20. Jahrhunderts. Und ja, zum Schluss noch ein paar Worte von Tucker Carlson. Die neue Weltordnung ist tot. Ja, paar Meldungen habe ich noch. ZDF fragt, wer die Eliten sind. Wer sind die da oben? Wie prägen Eliten die aktuelle gesellschaftliche Lage? Ja, dann mal viel Glück, liebes ZDF im Kaninchenbau. Bell Bigtree fordert ein Nürnberg 2.0. Der US-amerikanische Filmemacher, welcher seit langem in der Aufklärung rund um Impfung tätig ist, fordert öffentlich ein neues Tribunal, in welchem der Nürnberger Kodex zur Anwendung kommt und so weiter und so fort. In Tennessee haben ja, Politiker nun ein Gesetz verabschiedet, das mRNA-Impfstoffe in Essen verbietet. Also auch hier sind es die US-Bundesstaaten, die vorangehen. Hier heißt es, nach einer ähnlichen Aktion in Louisiana hat nun ein zweiter Bundesstaat Alabama erklärt, dass er das WEF, die UNO und die WHO in Alabama keine Gerichtsbarkeit hätten. Also die Bundesstaaten gehen da voran und auch im Bereich des Bitcoin. Der Bitcoin feiert einen Erdrutschsieg in Louisiana. Ja. In Louisiana, Louisiana ist der 11. Staat, der ein Gesetz verabschiedet soll, das das Grundrecht auf das Halten von Bitcoin eben ja, in die Verfassung mit aufnimmt. Und wir sehen, in den USA sind es eben, wie gesagt, mehr und mehr die Bundesstaaten, die sich hier für tatsächliches Freiheitsgeld entscheiden. Ein kleiner Ausschnitt hier von Google auf die Frage, ob Bitcoin gestoppt werden kann. Hier heißt es dann, um nur eine Chance zu haben, Bitcoin zu stoppen, müsste jede Regierung in der Welt sich erfolgreich koordinieren, simultan, um hier das gesamte Internet auszuschalten und das überall und es dann für immer auszulassen. Sogar in diesem sehr unwahrscheinlichen Szenario würde das Bitcoin-Netzwerk über Radiosignale und Mesh-Networks weiter funktionieren können. Also sogar Google weiß, dass Bitcoin ja nicht zu stoppen ist. Und ja, zu guter Letzt ein Blick nach Simbabwe, wo endlich ja der viel zitierte Goldstandard nun eingeführt wird. Simbabwe führt neue, auch durch Gold gedeckte Währung ein. Ja, ich gehe davon aus weiterhin, dass es alles auf einer CBDC fußen wird. Man wird behaupten, hier das Gold, okay, Simbabwe hat viel Gold, aber man wird, ich gehe davon aus, weniger Bargeld ausgeben, sondern das Ganze mehr digital handhaben, behaupten, das Gold ist ja in den Tresoren und so weiter und so fort. Und wenn ihr da teilhaben wollt, dann benutzt unsere schöne kleine
am Zentralbankwährung. Ja, für viele die Hoffnung, Nesara und so weiter steht da natürlich im Hintergrund, in den Wünschen von vielen, aber ich wage weiterhin zu behaupten, dass wir uns da eventuell auf einem großen goldangestrichenen Holzweg befinden. Ja, diese Themen, wirtschaftliche, finanzielle, monetäre Themen, die natürlich in diesen Tagen weiter eine große Rolle spielen, möchte ich in der morgigen Ausgabe des 21 Uhr Bitcoin Podcasts weiter besprechen mit meinen zwei Mitstreitern. Und ja, jeden, den es interessiert, den lade ich da herzlich dazu ein. Das Video folgt morgen um 21 Uhr. Und ja, da werden wir auf viele dieser Themen eingehen, auch in den USA wieder weiterhin über einen Goldstandard sinniert, sage ich mal. Aber wie wir vorher gerade an diesem Gesetz in Louisiana gesehen haben, mehr und mehr Bundesstaaten in den USA setzen da auf andere, eventuell innovativere Lösungen. Und ja, auch die CBDCs spielen da eine große Rolle, Stichwort digitale Euro. Wir werden sehen, wie die Dinge ausgehen. Und ja, ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus, dass es ab heute, wo in Simbabwe der Goldstandard eingeführt wurde, die Dinge, ja, die Gelder auf den Kontos gelandet sind, auch hierzulande. Ich denke, da könnte man durchaus noch etwas länger drauf warten. In diesem Sinne, ohne mich jetzt da zu verquatschen, wie gesagt, all das behandeln wir morgen im 21 Uhr Bitcoin Podcast. Wenn es interessiert, soll da reinschauen. Und ja, alle anderen wünsche ich eine schöne Woche. Viel Erfolg, das Kasperle-Theater weiterhin zu ertragen. Wer es nicht mehr erträgt, einfach das ja, mobile Endgerät ausschalten und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. In diesem Sinne, seid lieb zu euren Nachbarn. Alles Liebe, der Sunny ist draußen. Thank you.